Die Serie Anna und die Liebe wurde erstmals 2008 im Fernsehen ausgestrahlt. Die Geschichte dreht sich um die schüchterne Anna, die von Jeanette Biedermann gespielt wurde. Sie verliebt sich in den Chef ihrer Agentur, der allerdings mit ihrer verfeindeten Halbschwester zusammen ist. Die Seifenoper umfasst 4 Staffeln und fand 2012 schließlich ihr Ende. Was ist seitdem aus den Darstellern von Anna und die Liebe geworden? Jeanette Biedermann übernahm die Rolle der Anna Polauke. Sie spielte allerdings nicht nur in dieser bekannten Serie. Auch bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten war Jeanette zu sehen. Sie ist aber nicht nur als Schauspielerin aktiv, sondern auch als Sängerin. Sie hatte schon mehrere Auftritte in Musiksendungen, darunter Sing Mein Song und Pretty in Plüsch. Zuletzt stellte sie ihr schauspielerisches Talent erneut 2021 unter Beweis. Sie spielte in Soko Stuttgart mit. Roy-Peter Link war als Jonas Broda in Anna und die Liebe zu sehen. Er spielte den Chef der Agentur. Nach seiner Rolle hatte er weitere kleine Auftritte in verschiedenen TV-Sendungen. Seine letzte große Rolle hatte Roy als Dr. Niklas Arendt in der Serie In aller Freundschaft. Hier war er von 2012 bis 2019 zu sehen. Als Mia war Josephine Schmidt die Protagonistin der 2. Staffel. Auch ihre Karriere startete bei GZSZ. Heute ist sie als Synchronsprecherin erfolgreich. Paul T. Grashoff verkörperte die Rolle des Alex. Zuletzt spielte er 2019 in dem TV-Film Hüftkreisen mit Nancy mit. Maria Wedig und Manuel Cortez stellten in Staffel 4 das Traumpaar Nina und Luca dar. Seit 2017 ist Maria in der Rolle der Nina Ahrens bei GZSZ zu sehen. Manuel Cortez feierte als Schauspieler bereits zahlreiche Erfolge. Zuletzt spielte er 2019 in dem TV-Film Liebe verjährt nicht mit.